bisschen festtreten. Festtreten? Nicht schon auf die Ledge. Der Kinder kommt zu rechts über die Autobahn. Ja. Sie gegenseitig an fünf. Los, eine Tatzahl nehmen und zu mir vorbeikommen. Geht nicht. Man muss da die richtige Fette drauf haben. Ist nicht los.
bekämpft die Heiden. Und dadurch, dass wir katholisch geworden sind, konnte man diese Werbung machen. Wenn wir da jetzt eine Woche lang von die ganze Zeit. Aber schau, die ist schön da, gell? Backstein schön. Da muss ich mal da rüber. Dann ist Mitte als ein Und wenn man sich das Heilige von einer Nation versucht, irgendwie zu holen, für Frauen und für Männer. Und auf der anderen Seite ist noch die andere Vision humiliert.
Wenn wir uns jetzt umschauen, hat man das Gefühl, dass wir wirklich in einem richtigen kommt jetzt plötzlich ein Schloss, ein Palais, in der Altstadt, und wenn man sich wirklich die Kultur der Stadt anschaut, wir haben gehen sehr leicht mit diesen Plätzen. Wir lassen es die Plätze auch in der Altstadt entstehen. Also wir haben hier im 16. Jahrhundert die ganze Gelände. Das ist eine schöne Universität, vom Schwedischen. Aber hier bei uns ist es noch einmal so. Man dachte, dass es wahrscheinlich auch die anderen Staaten ja nicht so unterscheiden werden können. Also, da spielt die andere Kategorie eine wichtige Rolle, die Sicherheit. Deswegen habe ich in erster Linie nur an die Sicherheit gedacht. Und wenn wir uns jetzt diesen Hof betrachten, dann können wir das auch sehr deutlich sehen. Das. Hier ist nicht das Großfürstentum dargestellt, sondern nur die Umgebung von Tatar. Nur die Umgebung. Und Sie sehen auch Teil des ganzen Systems, der aufgebaut war. Lange Zeit, natürlich hatten wir keine technischen Möglichkeiten, eben so viele Burgen aus Stein zu machen. Erst durch die Fürsten und die Fürsten gelebt haben. Man vermutet, dass der Fürst nicht immer zeigen wollte, der ganzen Burg quasi zu sein. Gesunken wird es aber auch. Natürlich, Sie können zum Beispiel, es gibt Festivals in der Burg von Trakai und gewöhnlicherweise wird auch der Vorhof genutzt. Da wird die Bühne aufgebaut und mit dem Hintergrund der Residenz werden auch die Vorbahnen aufgeführt. Aber diesen Saal mögen auch die Braut haben. Guck dich vielleicht ein bisschen oben, dann hörst du mich von unten. Du, ich hab die Ekels. Спасибо, что мне дали. Falls jemand eine Toilette braucht, ist die genügend. Oder machen wir es so? Richtung Taunus, und wenn Sie die Scheide sehen, dann bemerken Sie, der Fluss wird viel natürlich weg. Thank you.
Jahren, als das Haus vertieft wurde. Und das Haus wird jedes Jahr sogar zweimal vertieft. Warum? Und das hat man den Schrein mit vielen Teilen und so kaputt zu teilen. Und ein Bildhauer hat angeboten. Also, Stadt sein und Stalin war schon tot, aber jemand wollte vielleicht Loyalität immer wieder beweisen, vielleicht auch jemand, wenn sie der Meinung sind, der Bürgermeister muss unbedingt davon Bescheid erfahren, dass es hier noch zu wenig doch. Warum Bruder, weil ich das kann man so sagen. Über den ganzen Tag gerechnet, bisschen schnell unterwegs, wie mit maximal, ich sage jetzt mal 25. Na ja, also, ja. Ja, also du, ich sag das, ich habe mal vor vielen Jahren gelesen. Also der, was jetzt der letzte war, da in der. Thank you.
Bäume, die wirklich fürchterlich aussehen. Und wissen Sie, wenn man den abgebrannten Wald sieht, wenn wir nur noch einen kleinen Teil davon haben, hier schauen Sie vorne links, dann ist das die beste Mahnung, also zum Thema, wie muss man sich benehmen, damit im Wald kein Feuer entsteht. Hier muss man die Ökosteuer bezahlen und das machen wir immer mit unseren Voucher. Schon ganz nah gekommen ist Nee und die Wellen, die glänzen so schön, dass der böse heidnische Donnergott schon wieder unzufrieden ist, dass die Fischer seine besten Fische herausnehmen und dass er dann verhungert. Diese lustigen Strohfiguren, also Fenster, Rahmen, Dachrinnen, die hatten immer zwei Farben gehabt. Sagte der alte kurische Glauben, dann hat man also unten den weißen Sand gestreut. Schulen waren auch sehr wichtig und die ersten Kirchen, die überhaupt auf der Nerok entstanden sind, das sind schon die letzten Jahrzehnte des 19. Jahrhunderts. Und heute gibt es auf der gesamten Länge. Also ideal ist das nicht. Na, ich bin immer noch schön, Helmut, gell? Wenn man vom Hafen mit einem schnellen Schiff über das Hafen geht, dann die lachen die Leute von. Wenn man vom Hafen bis zum nächsten Hügel fährt, haben. Deshalb ist Darmstein, also dieses Geschenk, was aus Liebe geschenkt wird und was wirklich mit Liebe geschenkt wird. Kleinere Stücke gebaut. Kleinere Darmsteinstücke finden wir auch noch. Unsere Lösung, wir haben immer sehr kleine Säckchen zu verkaufen. Wie ihr seht, ich kann man nicht oder auf 2 Meter Schnürl hängen. Schau doch mal, da steht ein Reiher, gell? Okay. Wenn wir noch schauen.
Du schaffst es bis um die Hüfte. Mittagsrast am Berg der Kreuze. Yeah.
sollte ein richtiger Schloss entstehen. Sein Sohn Peter von Biron, der auch Fürstenherzog genannt wurde, also er durfte das erben. Und so im sogenannten blauen Salon, weil hier die Tapeten schon immer so fröhlich und ordentlich gewesen sind. Man sieht hier, wie man das einfach ein Volk irgendwie falsch verstehen kann. Und im Herrscherzimmer, da haben wir also wirklich die wichtigsten Leute dieser Epoche. Über der Uhr hängt das Bild, wo der erste Besitzer, Ernst Johann von Biron, dargestellt ist. Schauen wir so, da erstrecken sich auch sowas wie Sonnenstrahlen. Und hier in dem offiziellen. Okay. Zack.